Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Lückte. Die Polizei Bad Pyrmont sucht nach einem Mann, der am Freitag, den 9. April 2021, die Geldbörse einer 73 Jahre alten Frau aus ihrer Handtasche entwendete und mit der so erlangten EC-Karte noch am selben Tag Bargeld abhob. Der Geldbörsendiebstahl ereignete sich gegen 10 Uhr beim Lidl in Bad Pyrmont in der Bahnhofstraße. Bereits um 10.15 Uhr wurde in einer Sparkassenfiliale in Lückte, ebenfalls in der Bahnhofstraße, unberechtigt Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Der Täter wurde bei der Tat Ausführung videografiert. Die Polizei Bad Pyrmont, Telefon 05281 94060, sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem männlichen Täter mit der auffälligen Camouflage-Jacke. Godenau, dieses Gelände hat etwas Besseres verdient als die giftigen Hinterlassenschaften seiner ehemaligen Eigentümer unter einem Berg aus belastetem Boden weiter zu verstecken, machte Ulrich Müller aus Godenau kürzlich bei einem Termin an dem ehemaligen Desdemona-Gelände deutlich, als Umweltminister Olaf Lies zusammen mit anderen SPD-Politikern aus der Region zu Besuch war, um sich über den aktuellen Sachstand zu informieren und eine Perspektive für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen. Müller ist Mitglied der Bürgerinitiative, die sich unter dem Namen Keine Altlasten im Leinetal im Oktober vergangenen Jahres gegründet hat, nachdem Pläne einer sogenannten Sanierung des Geländes bekannt wurden, denen zufolge eine große Menge belasteten Z2-Materials aufgeschüttet werden soll. Das Ergebnis: ein 400 Meter langer, 100 Meter breiter und 11 Meter hoher Berg, mit dem 786.000 Tonnen weiterer Abfall ins Leinetal kämen. Dessen Errichtung in der bislang geplanten Form möchte die Bürgerinitiative verhindern und ist mit ihren Anliegen und Recherchen sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung bislang auf offene Ohren und Unterstützung getroffen. Wie auch der letzte Termin erneut bewies. Niemand wisse derzeit, in welchem Zustand der Boden sich tatsächlich befindet, erklärte BI-Mitglied Guido Franke. Die ehemaligen Bergwerksschächte sowie die Gebäude seien, nachdem das Bergwerk 1974 zum letzten Mal betreten wurde, nach und nach zugeschüttet worden, unter anderem mit Müll fragwürdiger Herkunft. In den Jahren 2004 bis 2007 seien Asbest, Teeröl und Industrieabfall gefunden worden. 2017 fanden weitere Beprobungen statt, deren Aussagekraft die Bürgerinitiative jedoch in Frage stellt. Wir hoffen auf ein konstruktives Gespräch, etwas anderes können und wollen wir nicht. Wir sind an einer nachhaltigen Lösung interessiert, nannte Franke das Ziel des Zusammentreffens vor Ort. Dass man nicht weiß, was drin ist, ist das Schlimme, bestätigte Lies und betonte, wir haben alle kein Interesse daran, aus einem Problem ein noch größeres zu machen. Die Ergebnisse von Grundwasserproben sollen im November vorliegen und auf Bitte der Bürgerinitiative sicherte Lies zu, diese umgehend an die aktiven Godenauer weiterzuleiten, da er die Zusammenarbeit schätze. Auch SPD-Landratskandidat Bernd Lünnack, der zu dem Termin eingeladen hatte, lobte die Mitglieder der Bürgerinitiative. Sie würden positive und umsetzbare Ansätze und Lösungsvorschläge bieten. Das imponiert mir sehr, das ist erfrischend. Lammspringe, es war mal wieder soweit. Kürzlich wurde der inzwischen 33. Lammspringer September eröffnet. Doch in diesem Jahr gab es eine Besonderheit mehr. Der langjährige Vorsitzende der Lammspringer Septembergesellschaft und Mitbegründer Hans-Joachim Lehmann gab nun auch öffentlich den Staffelstab an seinen Schwiegersohn Uwe Bastian Lehmann weiter, um künftig seiner Funktion als Ehrenvorsitzender nachzugehen. In ihren Dankesworten hoben sowohl Bürgermeister Andreas Humbert als auch die erste Kreisrätin und Kulturdezernentin Evelyn Wissmann die großen Verdienste von Hans-Joachim Lehmann hervor. Auch in diesem Jahr kann der Lammspringer September wieder mit einem hochkarätigen Programm aufwarten, was auch bei der Eröffnung schon zu sehen war. Es gab nämlich eine Ausstellung des in Hannover lebenden englischen Künstlers Nigel Packham zu sehen und zu erwerben. Packham erklärte im Dialog mit Moderatorin Gudrun Meischner seine Werke und gewährte den Zuschauern einen interessanten Einblick in seine Philosophie. Musikalisch glänzend umrahmt wurde die Veranstaltung dabei vom Saxophonquartett Sistergold,
die mit musikalischer Virtuosität und gekonntem Entertainment durch ihr Repertoire führten. Für die kulinarische Umrahmung sorgte das Miara aus Hildesheim. Ein weiterführendes Interview mit Hans-Joachim Lehmann sehen Sie übrigens bei uns auf unseren Sendekanälen bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter sowie auf unserer Webseite. Die ist so süß, die Kleine. Ja, die kleine Drohne, ganz genau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie auch mal schöne Drohnenaufnahmen haben möchten, bei diesem wunderschönen Sommerwetter zum Beispiel, dann können Sie uns natürlich gerne Bescheid sagen. Ja, kommst ja gleich dran. Heute sind wir zum Beispiel hier in Eelze und filmen ein bisschen. Und wenn Sie Aufnahmen sehen wollen von uns, gucken Sie natürlich gerne auf Leine Bergland TV, auf unseren YouTube-Channel, Instagram, Facebook, Twitter, Webseite und ich weiß nicht. Und können uns jederzeit gerne buchen. Ne? Bis dann. Jetzt gucken wir mal, was der Kleine so macht. Jut, Deutschschau hier. So, jetzt hänge ich mal die Kamera da dran. Ja, oder mich am besten. Ich hänge mich da dran. Und auf geht's. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie gern auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.